77,7% war die Wahlbeteiligung letztes Mal. 24 Prozent der Wähler wollen nicht oder sind nicht zur Wahl gegangen. Einer davon sitzt jetzt bei uns und er sagt, er wird auch dieses Jahr nicht wählen. Dominik Storr, Rechtsanwalt, herzlich willkommen. Sie hätten wahrscheinlich gar nicht so einen, jetzt sagen wir mal, sinnentleerten Wahlspot gebraucht, um zu dem Schluss zu kommen, dass man nicht wählen muss. Die Politik wird heute nicht von den Politikern gemacht, sondern von mächtigen Interessengruppen, die sich hinter den Fassaden der Politiker verstecken. Und Ihre Kollegen von Panorama zum Beispiel haben rausbekommen, Monitor war das, dass in der Zwischenzeit über 100 Leihbeamte von den Konzernen in den Ministerien sitzen. Diese Leihbeamte machen zusammen mit angelsächsischen Anwaltskanzleien die Gesetze. Und diese Gesetze werden dann dem Bundestag vorgelegt. Und der Bundestag, den wir alle 4 Jahre wählen dürfen und wieder am kommenden Sonntag, stimmt dann über diese Gesetze ab. Und dabei handelt es sich um eine reine Abnickveranstaltung. Also das, worüber wir hier geredet haben, Personen, Herr Lafontaine, den Steinmeier, Frau Merkel, das ist, geht am Problem vorbei, meinen Sie? Das ist gar Ich habe eine gute Analogie. Das ist wie ein Zaun. Wir streiten uns, das Volk ist ideologisiert, in verschiedene Lager eingeteilt. Und wir streiten uns alle 4 Jahre, welche Farbe ein Zaun bekommt, den die Parteien um uns gestellt haben als Wahlvieh. Und wenn ich zur Wahl gehe, ist es nichts anderes, dass ich als Wahlvieh oder Stimmvieh dann auch wiederum Stimmvieh wähle. Und Panorama, auch Ihre Kollegen haben rausbekommen, dass die meisten Bundestagsabgeordneten überhaupt nicht wissen, über was sie abstimmen. Ja. Ja, sie haben keinen Schimmer von dem, was in diesen Gesetzen steht, und wir werden von Gesetzen kontrolliert. Die Wirtschaft, dafür gibt es ja die Fraktionsvorsitzenden, die organisieren dann quasi die Meinung der Partei, also der Fraktion einer Partei, und dann stimmt man eben so ab, wie die Partei es meint. Ist Ihnen zuwider? Die Parteispitze sorgt dafür, dass die Gesetze so verabschiedet werden, wie sie in den Bundestag von diesen Lobbyisten eingebracht werden. Mhm. Aber die Basis hat ja keine Möglichkeit, sich frei zu entscheiden. Wir haben zwar im Grundgesetz normiert, das freie Mandat des Abgeordneten, aber wenn ich nun den Fraktionszwang berücksichtige, gibt es überhaupt nicht die Möglichkeit für den einzelnen Bundestagsabgeordneten gegen die Fraktion zu entscheiden. Mhm. Das heißt, die Parteispitze entscheidet, wie abgestimmt wird, und jeder Politiker hat sich danach zu halten. Ja. Wann haben Sie zum ersten Mal nicht gewählt? Weil Sie sind ja ein politisch interessierter Mensch. Ich gehe mal davon aus, Sie haben irgendwann mal gewählt und irgendwann haben Sie gesagt, das Spiel mache ich nicht mehr mit. Wann war das und warum? Ich habe gewählt bis 1999. Ich glaube, damals 98, da kam Schröder, also Rot-Grün. Und nach Kohl. Genau, und ich habe die Grünen gewählt, weil ich mir versprochen habe, dass man dadurch die politische Landschaft verändern kann. Ich bin von meinem Herzen her ein Urgrüner. Ich verlange, dass die Politiker mit unseren Ressourcen, auch mit der Natur, gut umgehen. Und ich habe dann gesehen, wie die Grünen umgefallen sind. Ich habe erkannt, dass man in diesem politischen System, wenn man an die Spitze kommt, deswegen halte ich jetzt auch nicht viel von den Linken, weil ich glaube, wenn die Linken an der Macht sind, werden sie sich auch wieder anpassen müssen, um überhaupt regieren zu können. Berlin, ja. Und jetzt gegen den Irakkrieg oder gegen den Afghanistankrieg kann man schreien, solange man in der Opposition ist. Mhm. Wenn man dann an der Regierung ist und sich gegen die NATO ausspricht und vor allem gegen den Krieg, dann ist man nicht mehr regierungsfähig. Dann kommt Druck und wird Druck ausgeübt, auch von den Medien. Und vor allem auch von den Alliierten, also von unseren Bündnispartnern, wird ein ganz erheblicher Druck ausgeübt. Mhm. Und ich habe gesehen, dass die Grünen an der Politik nichts verändern konnten. Und da haben Sie dann aufgehört zu wählen und Sie gedacht, so ohne mich, liebe Freunde. Ja, ich habe erkannt, dass dieser Bundestag eine reine Abnickveranstaltung ist. Franz Müntefering sagt, Nichtwähler sind arrogant, faul und dumm. Was davon finden Sie es zutreffend? Also Müntefering, dessen Zitate sollten wir vielleicht ganz ernst nehmen. Müntefering hat auch gesagt, wer nicht arbeitet, braucht nichts zu essen. Das hat ein sozialer Politiker gesagt. Das ist ein Zitat von Müntefering. Ich glaube, dass wir Millionen von Menschen haben in diesem Land, die unzufrieden sind mit dieser Politik, die eigentlich gar nicht wissen, welche Partei sie wählen sollen, die dann doch zur Wahl gehen, weil eben die Medien sagen, geht zur Wahl, engagiert euch, sonst seid ihr keine Demokraten.
ich als echter Demokrat, der eine gelebte Demokratie haben will, und zwar von unten nach oben und nicht umgekehrt, von oben nach unten, ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, eine der jetzigen Parteien zu wählen. Aber Herr Appel, wie finden Sie Nichtwähler, um mal von Müntefering zu sprechen? Das ist eine ganz andere Ebene. Das ist ein bewusster Nichtwähler. Das ist ein Unterschied, ob ich aus Desinteresse oder einfach, weil ich keinen Bock habe oder weil ich, was weiß ich, nicht zur Wahl gehe. Also Sie kennen auch desinteressierte Nichtwähler? Ich finde es schon natürlich als Schwächung. Also weil das ist für mich natürlich, ich habe das neulich erlebt, ich war im Supermarkt und wollte Glühbirnen kaufen. Und es gab keine. Und dann guckt er mich an, der Verkäufer, sagt, das haben Sie Ihre Politiker zu verdanken, die haben das doch beschlossen, ne? Und dann habe ich gesagt, wieso sind meine Politiker? Ja, ich habe nicht gewählt. Also blöder geht es dann halt auch nicht. Die Analyse stimmt ja. Die Analyse stimmt ja. Stopp. Er war mit den Gedanken noch nicht fertig. Grundsätzlich ist Beteiligung, also dabei sein. Ich meine, Nichtwähler schwächen die Demokratie, ob sie wollen oder nicht. Die Parteien schwächen die. Nein, die Parteien schwächen nicht. Ich muss, also wie gesagt, ich bin ja nicht nur SPD-Wähler, ich bin auch SPD-Mitglied. Ich zahle Beitrag. Das ist notwendig. Ich kenne das ja natürlich aus meiner Arbeit als Gewerkschaftsfunktionär. Da ging es immer um Organisationsgrad. Ich bin in einem Betrieb nicht in der Lage, irgendetwas umzusetzen, wenn ich nur 5 Mitglieder habe und alle mich was. Ich brauche einen hohen Organisationsgrad, um überhaupt gegen die Arbeitgeber irgendetwas. Also Gerechtigkeit, Demokratie ist kein irgendwie, was man wählen kann oder verordnen kann. Das muss erkämpft werden. Ja. Und das wird oft vergessen. Also Beteiligung von unten, ja, aber wer will das denn? Wer will denn bitte? Ich habe mal Politik gemacht. Ich war von Montags bis Dienstags in Ausschüssen. An Wochenenden war ich Kreisjugend, DGB-Jugend. Ich war Gesamtjugend. Ich war überall dabei. Ich trotz allem was aus Ihnen so, Analyse. Ja, ich nehme das sehr ernst. So. Und die Analyse finde ich ja zweitgehend richtig. Nur die Konsequenz ist verhängnisvoll. Wenn das ein Einzelner macht, völliges Verständnis. Aber wenn das eine Bewegung wird, dann geben wir unsere Demokratie auf. Dann geben wir alle Chancen auf, die unsere Demokratie hat. Und eine Wahl zur Wahl zu gehen, ist das Allermindeste. Wir brauchen andere Politiker. Wir müssen die Politiker unterstützen, die das auch für richtig halten, was sie sagen. Und die gibt es. Und die müssen wir kennenlernen. Und die müssen in ihren Parteien den Einfluss bekommen. Und diese Schicht kommt, die können wir glauben. Die jetzt da sind, haben abgewirtschaftet. Die Verhältnisse schreien danach, dass es anders wird. Aber wir müssen diese Demokratie erhalten. Das nützt der NPD und den Rechten, wenn alle so Da muss er mal was drauf sagen. Entschuldigung. Das Nein war ja laut. Das müssen Sie jetzt ausführen. Jetzt beobachten Sie doch mal, Herr Wallraff, die Demokratie in den letzten 60 Jahren. Was haben wir denn zustande gebracht? Lass einen Haufen. Wir haben einen sozialen... Aber jetzt vor 60 Jahren waren wir ein Trümmerhaufen. Und heute sind wir relativ... Wir haben ein Schuldengebirge, was sich aufhaltet, was so immens ist. Wir haben unglaubliche Schulden. Wer zahlt denn diese Schulden zurück? Das sind wir junge Menschen, die diese Schulden zurückbezahlen müssen. Das sind unsere Kinder, das ist nicht Ihre Generation. Ihre Generation hat diese Schulden gemacht. Und wir müssen diese Schulden wieder zurückbezahlen. Wir haben eine Umweltzerstörung, eine nationale und eine globale Umweltzerstörung, die in einem Super-GAU landet. Wir haben die Ressourcen dieses Planeten haben wir ausgeräubert für eine Generation. Für eine Generation. Wie ist denn das Argument, wenn Sie nicht wählen, stärken Sie die anderen, vielleicht eben die NPD? Nehmen Sie das ernst? Sie reden jetzt von den extremistischen Parteien. Ja. Für mich sitzen die extremistischen Parteien im Bundestag. Und eine Partei wie die CDU, die Krieg führt in Afghanistan, im Irak, ist eine extremistische Partei. So, jetzt eine komplette direkte Demokratie, nur Volksabstimmung. Wir müssen den Menschen erstmal beibringen, dass, nein, wie wäre Ihr dass Demokratie auf bundesstaatlicher Ebene überhaupt nicht funktionieren kann. Noch viel weniger auf transnationaler Ebene, wie jetzt GUS und Vereinigte Staaten von Amerika und Europäische Union. Demokratie kann nur in der Region funktionieren. Wir brauchen eine Regionalisierung, weil Demokratie setzt zwei Sachen voraus. Das erste ist die Kompetenz der Entscheider. Das heißt, diejenigen, die entscheiden, müssen auch Kompetenz haben. Panorama hat herausgefunden, dass die Politiker überhaupt keine Kompetenz haben. Freue mich sehr, Sie haben damals, Sie haben damals für die europäische Verfassung abgestimmt und Panorama hat die Bundestagsabgeordneten, und zwar die außenpolitischen Spezialisten der Parteien, vor und nach der Abstimmung gefragt, also nicht, was in der EU-Verfassung steht. Aber Herr Tietje wollte wissen, was stellen Sie dagegen? Also wie sieht das aus, was Sie Regionalisierung meinen? Gibt es einen Bundestag dann noch? Nein.
Wir werden gibt Gremien es denn Parteien noch? Wie hätten Sie es wo gerne? Werden, eine Monarchie, wo werden die Entscheidungen getroffen? Also die Parteien müssten zurückgeführt werden auf ganz normal privatrechtliche Vereine, so wie alle anderen Verbände auch, einen privatrechtlichen Verein gründen. Es kann nicht sein, dass die Parteien über alle Vereine gestellt werden, und indem sie diese Subventionen bekommen. Und wie, wie stellen wir dann fest, auf welchem Wege, ob wir nun weiter in Afghanistan bleiben oder nicht? Wie stellen wir das in Ihrem System fest? Da werden dann Bundesgremien gebildet nach Bedarf und jetzt nicht 4 Jahre lang, wo Parlamentarier... Das bringt nichts. Doch, Sie müssen erst mal zuhören, um zu verstehen, ob es irgendwas bringt. Eine komplette direkte Demokratie, nur Volksabstimmung. Wir müssen den Menschen erst mal beibringen, dass, nein, wie wäre Ihr System? Dass Demokratie auf bundesstaatlicher Ebene überhaupt nicht funktionieren kann. Noch viel weniger auf transnationaler Ebene, wie jetzt GUS und Vereinigte Staaten von Amerika und Europäische Union. Demokratie kann nur in der Region funktionieren. Wir brauchen eine Regionalisierung, weil Demokratie setzt 2 Sachen voraus. Das erste ist die Kompetenz der Entscheider. Das heißt, diejenigen, die entscheiden, müssen auch Kompetenz haben. Panorama hat herausgefunden, dass die Politiker überhaupt keine Kompetenz haben. Freue mich sehr, Sie haben damals, über die Verfassung, für die europäische Verfassung, für die europäische Verfassung abgestimmt und Panorama hat die Bundestagsabgeordneten, und zwar die außenpolitischen Spezialisten der Parteien, vor und nach der Abstimmung gefragt, was in der EU-Verfassung steht. Die Parteien, also die Politiker, sind reine Schauspieler. Wir sollen nicht glauben, dass es Politiker sind. Und ich habe bei der Bundestagswahl nur die Möglichkeit, Schauspieler zu wählen, die keine Politik machen. Politikdarsteller. Das habe ich vorhin schon begründet, weil die Politik, die mächtigen Interessengruppen machen, die multinationalen Konzerne, die viel mächtiger sind als die Politiker. Ein Agrarriese, ein Gentechnikkonzern wie Monsanto hat heutzutage mehr Macht als die ganzen Bundestagsabgeordneten zusammen. Frau Rötting, Sie haben lange nichts gesagt. Versuchen Sie ihn doch zu überreden, trotzdem zu wählen, oder? Ich muss ihm leider zustimmen mit dem, was er sagt. Nur die Konsequenz ist bei mir anders. Ja. Ich gehe trotzdem wählen. Ich habe ja gesagt, ich wähle einfach als kleinstes Übel. Ja. In diesem Fall, einfach damit Bewegung in die ganze Geschichte kommt, wähle ich die kleine Partei Mensch, Umwelt, Tier, die am meisten den Umweltschutz, den Schutz für Menschen und Tiere macht. Wenn man bei den Linken gute Konzepte hat, wenn man Visionen hat, dann braucht man ganz schnelles Pferd, damit einen die Giftpfeile der Meinungsführer nicht treffen. Richtig. Ich werde mit meiner außerparlamentarischen Arbeit werde ich eigentlich nur von den Linken angegriffen mit meinen Ideen, mit der Regionalisierung. Das sei dann Ökofaschismus, weil ich sage, wir brauchen eine Regionalisierung in der Region, eine Politik. Also ich wurde in meiner außerparlamentarischen Arbeit stets immer nur von den Linken angegriffen und die Linken haben einfach haben keine Kompetenz. Sie können nicht sagen, wie ihre Politik bezahlbar ist. Und ich glaube nicht, wenn sie in der Regierung sind, dass die Linken immer noch gegen die NATO wettern. Das glaube ich nicht. Das können sich die Linken in der Regierung gar nicht mehr leisten. Sky.